Hallo zusammen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, noch ein ganz noch ein kleiner Quickie hinterher. Gerade das Video abgedreht zum Nil Terraggio. Und da dachte ich mir, heute Morgen schon um 21:15 Uhr kam der DHL-Bote, sehr ungewöhnlich, der kommt normalerweise eher so nachmittags gegen 21:45 Uhr. Und hat mir eine Kleinigkeit vorbeigebracht, zu der ich im Grunde gekommen bin wie die Jungfrau zum Kinde. Ja, vor euch, die lassen wir mal außer Acht, die habe ich einfach nur im Bild, weil sie mir so gut gefallen, habe ich mein Heidi Blacksmith Damast Mini, mein Mini-Zebra, das kleine dicke. Olivgrünes Micarta, rote Leine, eine meiner favorisierten Kombinationen. Ja, richtig kleiner Brecher, aber wie ihr sehen könnt, ne? Das ist schon eher ein Minimesser. Ich habe mal, was nehmen wir denn zum Vergleich? Nehmen wir wieder das Lion-Steel von vorhin. So ein SR1 in Titan. Dann seht ihr ungefähr, wie die Größenverhältnisse sind. Ich kann das Ganze auch mal mit dem Zollstock machen. Also das Messerchen, das hat 12,5, 12,6 cm ungefähr. Ist also wirklich ein Messer für die Hosentasche für immer dabei, was man überhaupt nicht spürt, wenn man es dabei hat. So, und durch Zufall, während zwei, drei kleiner Privatnachrichten mit einem anderen lieben Messerverrückten, hat er mich dann gefragt, ich habe hier noch was liegen, hättest du da eigentlich Bock drauf? Und ja, hat mir dann ein paar Bilder geschickt. Da war ich erstmal verblüfft. Das Messer lag auf den Bildern nämlich neben einer 2-Euro-Münze und ich habe mir gedacht, das kann ja gar nicht sein. Da sagen wir, das kann nicht stimmen. Und ja, es stimmte aber doch. Und der Preis war dann so verlockend, dass ich nicht Nein sagen konnte. Ich glaube, das war am Freitag. Heute ist Montag, der 24.07.2017. Und wie gesagt, heute Morgen um kurz vor 10 war das Messer schon da. Es ist ein Bark River. Es ist ein First Production Run. Es ist ein Modell aus dem Jahr 2005. Also ein fast schon historisches Modell. Und es gehört, glaube ich, in die Canadian-Familie. Der Name ist Micro Slither. Der Stahl ist 12C27 Sandvik und es handelt sich um einen First Production Run. Ja, schauen wir mal. Bark River Knife and Tool, Escanaba, Michigan, USA, 12C27. Da haben wir alle Angaben. Ihr seht, es ist eine kleine Recurve-Klinge. Blaues G10. First Production Run, das ist übrigens witzig, dass der Schriftzug noch so gerade drauf gepasst hat, bevor die Klinge dann zu sehr abfällt. Also absolut herrlich. Ja, und ihr seht das wahrscheinlich schon im Vergleich zum Beispiel hier zu meinem Daumennagel oder zu meinem Daumen. Oder auch dann im Vergleich zu meinem Mini-Heidi. Das Baki ist nochmal ein ganzes Stückchen kleiner. Ja, faszinierendes kleines Teil. Absoluter Hammer. Haben eine Klingenstärke von, ich glaube, gar nicht. Das sind 1,5 mm vielleicht. Keine Ahnung. Das wird wahrscheinlich jetzt auch schwer sein, das Ganze. Sind das 1,5? Vermutlich, ne? Ja, vielleicht mit ein bisschen guten Willen Richtung 2, vielleicht sind es 1,8 mm Klingenstärke. Das Ganze wird wahrscheinlich nicht in Millimetern gemessen worden sein, sondern dann wieder in Tausendstel Zoll, wie das ja bei Buck River so üblich ist. Ja, was soll ich sagen? Ein total putziges, sympathisches Zwei-Finger-Messerchen. Ich muss mal schauen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, man kann es also super seitlich greifen.
Das klappt also ganz wunderbar. Wenn man dann hier hinten mit dem Mittelfinger so ein ganz klein bisschen Gegendruck ausübt, ich glaube, so als kleiner Paketöffner ist das Ding wirklich eine Granate. Ja, viel anderes. Nürnberger Würstchen werden wahrscheinlich noch funktionieren. Die sind nicht so groß im Durchmesser. Aber für viel anderes wird das wahrscheinlich schon nicht reichen. Ich meine, selbst die kleinsten Brieföffner haben irgendwie 6, 7 Zentimeter Klinge. Und hier haben wir. Das sind 4,5. 4,5 Zentimeter Klingenlänge. Das sind dann. Das sind halt 1,75 Zoll. Und ich glaube, es sind insgesamt. Also ziemlich genau 4 Zoll. Also das komplette Messerchen ist in der Länge von 4 Zoll ausgeführt. Und wenn ich dann das Line Steel nochmal dazu hole, das hat eine 9, schlag mich tot Zentimeter lange Klinge. Oder nehmen wir doch einfach mein Bravo 1 LT mit 10,8 cm Klingenlänge, also etwas mehr als 4 Zoll. Da kann man ganz gut sehen, wie klein das Teil eigentlich ist. Ich finde es total herrlich. Ich bin überhaupt kein Fan von Miniaturmessern. Ich war auch nie ein Fan von kleinen Foldern. Da habe ich so gemerkt, so 16 cm ist so ein bisschen die Mindestanforderung, die ich habe. Hier das Tom's Choice Barlow. Nicht nur vielleicht mein schönster klassischer Folder, ja, vielleicht auch mein liebster. Der wirkt halt nahezu gigantisch gegenüber dem kleinen Bark River. Und das ist so eine Größe, wo ich sage, die ist so gerade noch alltagstauglich. Da braucht man gar nicht drüber reden, dass das Micro Slither hier ja mehr oder weniger so eine Art Machbarkeitsstudie ist. Das ist nicht wirklich was einen riesengroßen alltäglichen Nutzen hat. Weiß ich nicht, als Jagdmesser, als Skinner, vielleicht wenn man Goldhamster jagt oder keine Ahnung, Mäuse. Dann macht das wahrscheinlich noch einen sehr guten Job, aber ich meine, sind wir ehrlich, ja, das Ding ist doch eher ein putziges Sammlerstück mit dem Zweck, dass man vielleicht hier und da mal ein Paket oder eine Verpackung öffnet. Ja, und ich denke mal, genau zu diesem Zweck werde ich es dann auch verwenden. Soweit ich weiß, hat es beim Vorbesitzer mehr oder weniger nur in der Schublade gelegen. Schade natürlich, dass keine Originalverpackung mehr dabei ist. Ansonsten könnte man tatsächlich sagen, das Ding wird ein Sammlerstück. So und zu dem extrem fairen Gebrauchpreis würde ich fast sagen, ja, macht man einfach einen User draus, er freut sich dran und vielleicht erfreut sich dann irgendwann auch nochmal ein weiterer Bark River Fan dran, wenn man dann sagt, so, jetzt hatte ich meinen Spaß, jetzt darf nochmal jemand anders. Aber erstmal bin ich total happy mit dem kleinen Teil. Ich werde es auf jeden Fall die nächsten Tage mit mir führen. Das passt ja sogar in die Hemdtasche mit der kleinen Lederscheide hier. Selbst das funktioniert ja, wenn man so ein etwas gröberes, sportlicheres oder wie auch immer Hemd trägt. Ich habe jetzt aktuell die von 5-Eleven. Die trage ich seit letztem Sommer und da fällt das überhaupt nicht auf, wenn das dann noch in der Brusttasche steckt. Jo, wollte ich euch kurz zeigen. Putziges kleines Bark River, das Micro Slither von 2005 in 12C27 Sandvik. Als First Production Run mit blauem G10. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und sage, wir sehen, hören uns und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin, bye bye.